Am 2. August-Wochenende erwartete die Besucher von Bonhard ein spannendes Veranstaltungsprogramm. Am ersten Tag des zweitägigen Sommerfestes feierten die Gäste das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der Gemeinde und der deutschen Stadt Wernau. A Sommerfest alkalmából egy egész programsorozatot terveztünk. Most szombaton kerül sor a Bonyhád és Vernau 35 éves jubileumára, valamint az Ulmerságtel átadására. Erre az alkalomra nagyon sok vendég érkezett a testvértelepüléseinkről, nem csak a delegációk, hanem ezen kívül még a vernai fiatalok is érkeztek, több mint 90 fővel, Treutlingenből több mint 40 fővel érkezett egy delegáció, valamint még Hochheimból is, tehát szép számmal vagyunk jelen itt Bonyhádon. És nem csak erre a két eseményre érkeztünk, hanem ma még egy babakiállítás átadása is lesz megnyitója, ugyanis Tilni Marika, a szexárdi híres babakészítő, vagy viseletkészítő, aki a Tolna megyei német viseleteket babára álmodta. Ebben most délután lesz egy kiállítása, ahol megtekinthető szinte az összes babája, amit eddig készített, és ez egy életmű kiállítás is egyben. Nagyon örülök, hogy ő erre vállalkozott. Die Partnerschaft zwischen Wernau und Bonyhád gibt es jetzt seit 35 Jahren. Das ist eine unfassbar lange Zeit und die wird von sehr vielen Menschen in der Bevölkerung getragen, sowohl hier als auch bei uns im Schwäbischen. Vor allem natürlich die Volkstanzgruppen. Wir haben ein ungarn-deutsches Folklore-Ensemble, die da sehr engagiert sind. Und hier die Volkstanzgruppe Grenzlein. Auch die Feuerwehren sind da sehr engagiert. Und wir freuen uns auf die gegenseitigen Besuche, die regelmäßig stattfinden. Und so ging das, dass das jetzt schon seit 35 Jahren steht, diese Partnerschaft. Üblicherweise versucht man, sich jährlich zu besuchen. Das ist jetzt in den letzten Jahren etwas schwierig gewesen, weil man ja 2020 bis 2023 nicht so viel reisen konnte. Und jetzt sind wir, meine ich, seit 2019 das erste Mal wieder hier. Und wir werden jetzt nachher unsere Partnerstadt einladen, uns dann 2026 wieder zu besuchen, weil wir da ein großes Fest haben. Also so alle 1 bis 2 Jahre sieht man sich. Wobei es war letztes Jahr im Dezember eine Delegation aus Ungarn bei uns, weil mein Vorgänger verabschiedet worden ist. Ich bin seit Januar dieses Jahres im Amt und da war dann eben auch ein Besuch da, um die im Rahmen auch der partnerschaftlichen Kontakte dann eben die Leistung von meinem Vorgänger zu würdigen und da verabschieden. Christiane Krieger, Bürgermeisterin von Wernau, betonte, wie wichtig es für die Bewohner der deutschen Siedlung, deren Vorfahren aus Ungarn vertrieben worden ist, ihre Kultur zu pflegen. Es gibt, wie gesagt, das ungarn-deutsche Folklore-Ensemble, das auch sehr, sehr aktiv ist und auch viele Jugendlichen und jungen Erwachsenen dort tanzen, auch Kinder. Das ist total schön zu sehen, wenn dann so die ganz Kleinen dann in den Trachten da über die Bühne wirbeln. Das ist sehr, sehr herzig. Wir haben eine sehr große ungarn-deutsche Community in Wernau. In den 50er, 60er Jahren, als viele vertrieben worden sind, haben sich in Wernau ganz, ganz viele Familien angesiedelt und der Zusammenhalt dort ist auch sehr stark, der Kontakt ist sehr gut. Und so gibt es dort auch viele Personen, die dann die gemeinsamen Erinnerungen hochhalten. Wir hatten auch von der Deutschen Bühne Ungarn jetzt vor wenigen Monaten einen Auftritt, wo es auch nochmal um diese Vertreibungshistorie ging. Da gibt es viele Personen, die sehr engagiert sind, um da auch die Geschichte und das Erinnern am Leben zu halten. Nach der Jubiläumsfeier wurde das Programm am Kreisverkehr in der Miklós-Zrínyi-Straße fortgesetzt. Anlässlich des 300-jährigen Jubiläums der Besiedlung wurde ein Ulmerschachter-Denkmal enthüllt. Unter anderem hielt Ibolya Engländerné Hock, Vorsitzender der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen, eine Rede vor dem Schiffskultur. Sie sprach auch über das Wanderschüssel-Projekt der LDU. Es ist für mich eine große Freude, im Namen der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen zum Anlass des 300-jährigen Jubiläums der Ansiedlung der Deutschen in Bonyhád sprechen zu dürfen. Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen hat sich in ihrer Strategie die Herausgestaltung einer korrekten ungarndeutschen Erinnerungspolitik zum Ziel gesetzt. Unser Schlüssel hat in den vergangenen 1,5 Jahren 6.500 Kilometer in Ungarn zurückgelegt. Wir wollten mit diesem imaginären Schlüssel nicht nur das Interesse wecken,
sondern auch die Herzen öffnen, die Gefühle rauslassen, die wir dann wiederum in Form von Beiträgen der Beteiligten in die Truhe sperrten, um sie zu bewahren. Am Sonntagmorgen wurde eine alte schwäbische Tradition wiederbelebt, die Kräuterweihe. Der Überlieferung nach kamen die ungarndeutschen Familien, die hier angesiedelt wurden, zum Festgottesdienst mit 3 bis 3 Sträußen, die vor dem Gottesdienst vom Pfarrer gesegnet wurden. Nach der Rückkehr wurden 2 Sträuße zu Hause aufgestellt und einer wurde am Nachmittag in die Kirche gebracht. Als die Kirche ein Jahr später aufgeräumt wurde, wurden die Sträuße angezündet. Holnap pedig sor kerül a Zomerfest második napjára, amikor délelőtt elmegyünk a templomba, és megszenteljük a gyógyfőcsokrokat. Ezt megelőzte már a gyógynövények gyűjtése, csokorba kötése. Sajnos ebben az évben nagyon nagy a szárazság, és minden sokkal korábban volt, tehát nagyon sok virág már levirágzott, de azért sikerült így is több mint 300 csokrot kötniük a gyerekeknek. A magyarországi németek a bejövetelkor hozták magukkal ezt a szokást, és kb. 20 éve eleverítettük újból fel ezt a szokást, ugyanis Cikón, ez még élő volt, egy könyvben olvastam erről, ezt a katolikus németek gyakorolták ezt a szokást, és azt hiszem, hogy Bonyhádon ünnepeljük ezt a legnagyobb mértékben. Am letzten Tag des Sommerfestes erwartete die Besucher ein kulturelles Programm und ein Vielzahl von Auftritten. Délután pedig egy nagy kultúrműsor zárja az egész eseményt a Művöldési Központban, ahol több mint 400 fellépőnk lesz, és az ország különböző részeiről jönnek el Bonyhádra. Kézműves bemutató lesz, és nagyon-nagyon sok program, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenkinek meg tudunk felelni, és egy szép hétvégét töltünk együtt. Die zweitägige Veranstaltung in Bonhard endete mit einem Ball, bei dem die Band Junge Spatzen für gute Stimmung sorgte.